Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man mit ganz wenigen Steps diesen wunderschönen Bücherregal hier bauen kann. Und zwar, der geht wirklich ganz, ganz einfach, kostet auch nicht viel. Und das Gute bei dem ist, ihr könnt es individuell für eure Räumlichkeiten gestalten, je nachdem natürlich, wie lang oder wie kurz ihr die Bretter haben wollt. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit diesem DIY. Heute ist unser Bücherregal dran. Und zwar, ich möchte auf dieser Wand hier so ein Bücherregal montieren, damit wir die ganzen Bücher draufstellen können. Ich möchte natürlich auch ein paar Vasen noch, Pflanzen und sowas drauf tun, dass einfach ein bisschen Leben auch in dieses Zimmer reinkommt. Der erste Schritt war, die ganzen Sachen zu besorgen. Ich habe 5 Platten besorgt beim Bauhaus. Die sind 1,20 Meter mit 20 cm Tiefe. Dann habe ich noch eine 2,40 Meter Leiste geholt. Die ist 7,5 cm tief, weil ich eben noch so 2 Seitenwände dran machen wollte, damit die Bücher auch nicht umkippen. Und ja, die habe ich gestern Abend alle genommen. Habe sie natürlich mal schön geschliffen, damit natürlich auch nichts wegsteht. Und dann habe ich sie mit der Farbe lasiert. Ich finde, die Farbe ist so, so schön geworden. Es hat auch nicht mal so lange gedauert. Und eine Schicht reicht vollkommen. Also für mich sieht das so, so schön aus. Und ich kann mir das schon richtig bildlich vorstellen, wie das dann hier an der Wand aussehen wird. Die dazugehörigen Winkel habe ich auch noch besorgt. Die habe ich beim Action geholt, weil sie dort 4 Stück 4 Euro kosten. Und ich finde, die sind wirklich super. Die Sachen, die wir dafür brauchen, sind schon mal besorgt. Also ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt mit dem ersten Schritt. Und zwar, wir montieren jetzt mal die Seitenwände. So, so sehen nämlich die Platten jetzt aus. Also so hat es vorher ausgesehen, so sieht es jetzt aus. Und ich finde, das sieht so schön aus, wenn man es so an die Wand hält. Es sieht so gemütlich aus. Hier sind die ganzen Platten. Die habe ich ja gestern schon, wie gesagt, lasiert. Bei diesen Seitenwänden werde ich es so machen, dass ich es seitlich dran montiere. Also ich stelle es nicht drauf, dass ich es von unten anschraube, sondern seitlich möchte ich es anschrauben. Erstens, dadurch verlieren wir auch nicht Fläche von der Platte. Und ich finde es auch, es sieht ein bisschen schöner aus. Und mein Papa meinte auch, dass es stabiler ist. Deswegen machen wir es seitlich. Mit dem dünnsten Holzbohrer werde ich hier einfach 2 Löcher bohren. Da kann ich es auch einfacher an das Brett montieren. Und das sollte eigentlich wirklich sehr, sehr schnell gehen. Man wird die Schrauben sehen, deswegen möchte ich, dass es ein bisschen ästhetisch schön ist, dass alles einheitlich ist. Deswegen werde ich jetzt mit dem Lineal die Stellen markieren, damit es auch wirklich sehr, sehr schön aussieht. Ganz wichtig dabei ist nur, dass ihr die Dicke von der Platte messt. Bei mir ist sie jetzt 1 cm und 8 mm. Das heißt, ich muss wirklich dann bei 0,9 das Loch bohren, damit ich ja auch mittig das Brett hier treffe. Also hier habe ich es mir jetzt markiert. Einmal ein X, zweimal ein X. Das mache ich jetzt bei allen. Ich habe mir extra als Unterlage noch die 2 restlichen, die übrig geblieben sind, habe ich mir so hingehalten. Mit denen habe ich erstmal getestet, ob mir die Farbe gefällt. Und das halte ich jetzt hier hin und werde das jetzt einfach hier bohren. Und das mache ich jetzt mit allen 10. Ich habe jetzt diese Schrauben hier genommen, mit denen tue ich das jetzt hier einfach seitlich da dran stellen und dann reinschrauben. Und so ist es dann auch wirklich viel einfacher, wenn man eben diese Löcher vorbohrt, als wenn man das dann nicht tut. Natürlich wäre es einfacher, wenn ich so Klammern hätte und sowas. Habe ich aber nicht. Ich halte es einfach mit der Hand und das funktioniert auch so, weil eben die Löcher schon vorgebohrt sind. Und das ist halt der Trick dahinter, dass man wirklich diese Löcher hat. Mit denen hat man dann gar keine Probleme. Und so sieht das aus. Sieht schon toll aus. So, und das mache ich jetzt einfach mit allen 5 und dann bin ich fertig. Als erstes habe ich mir mal die Punkte markiert, welchen Abstand meine Platten haben sollen. Dafür habe ich einfach mein Maßband genommen und die Punkte eingezeichnet und dann geschaut, ob es mir auch so gefällt. Meine Wand ist knapp über 2 Meter lang. Dadurch, dass die Bücherregale 1,20 Meter breit sind, habe ich mir ausgerechnet, dass ich die Winkel bei 67,5 cm von links und von rechts montieren will. Dann ist es schön einheitlich in der Mitte und die Bretter können drauf und die sind dann sehr stabil. Dafür habe ich dann mein Maßband genommen und auf beiden Seiten die 67,5 cm markiert. Und damit ich mir 100% sicher bin, dass meine Wand auch gerade ist, sprich die Seite hier, weil hier ist eigentlich ein Türrahmen und der sollte ja hoffentlich gerade sein. Ich werde jetzt noch schnell mit der Wasserwaage schauen, ob ich gerade bin. Sehr gut. Das heißt, links war ich ein bisschen nicht gerade, aber rechts ist es super. Jetzt einfach nur noch markieren, der Löcher und dann beten wir, dass es klappt. Beten wir. Damit die Winkel auch wirklich gerade sind, habe ich mit Hilfe von einer kleinen Wasserwaage die Löcher markiert. Sehr gut, mein Bohrer schafft es. Thank God. Ich habe aber natürlich als erstes mit dem 6er-Bohrer das gemacht. Und jetzt kommt erst der 8er-Bohrer. Weil bei mir ist das Problem, dass ich manchmal das nicht gerade halten kann.
Und dann, weißt du, wackelt er ein bisschen, wenn ich drücke. Und so habe ich jetzt mal schon das Grundloch, die Tiefe auch schon gemacht. Jetzt muss ich nur noch mit dem Achter, damit es halt seitlich ein bisschen ist. Aber so habe ich herausgefunden, dass es für mich am einfachsten ist, Löcher zu bohren. Erstmal mit einer kleineren Nummer, dann mit der größeren. Weil wenn ich zum Beispiel gleich mit dem Achter gehen würde, dann wäre das Loch schon so groß, dass mein Dübel einfach so richtig reinfischen würde. Das würde dann einfach kein, das hätte dann keinen Halt. Und deswegen erstmal ein Sechser und dann Achter. Jetzt habe ich noch 16 weitere Löcher. Oh. Und nach 4 bin ich schon K.O. Ich sag's euch, was ich mir immer antue, oder? Ach. Ich muss sagen, ich habe noch nie so schöne Löcher gebohrt. Weil ich eben jetzt die Technik habe. Erst mit dem 6er, dann mit dem 8er. So, meine Freunde, jetzt geht's ran ans Schrauben. Bombenfest! Bombenfest! Und jetzt kommt es da drauf. Dann muss ich schauen, dass ich es genau in der Mitte habe. Und dann von unten einfach mit den Schrauben befestigen. Wie cool sieht das aus? I'm dying. Nachdem ich die ersten Löcher gebohrt habe, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus, wie das aussieht. Und teste dann auch aus, ob meine Leiste dann auch wirklich drauf passt, so wie ich es markiert habe. Und siehe da, es passt nicht. Um einen halben Zentimeter passt es nicht. Gott sei Dank habe ich mir das jetzt angeschaut und vorher kontrolliert. Jetzt werde ich halt einfach alles um einen Zentimeter höher tun. Dann ist alles okay. Aber ja, Vertrauen ist gut, aber die Kontrolle ist immer besser. Also, was lernen wir daraus? Immer nochmal nachschauen, ob es sich wirklich ausgeht oder nicht. Aber jetzt kann ich, im ruhigen Gewissen kann ich jetzt die anderen Löcher machen. Und dann sehen wir uns einfach gleich, wenn ich das alles an die Wand schrauben kann. Es sieht so cool aus. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Wir holen jetzt einmal die Regale und dann montieren wir von oben nach unten die an und dann hoffe ich, dass es gut aussieht am Ende. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch genauso gefällt wie mir und ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch auch zeigen, wie einfach es wirklich zum selber bauen ist. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt zu diesem DIY, könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, das würde mir natürlich auch sehr helfen. Ja, meine Lieben, danke fürs Zuschalten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!